Tour de Tech kann nicht bloß BMW und Husqvarna, sondern auch Triumph. Die Explorer ist ja auch gut angekommen am deutschen Markt. Habt ihr hier Business as usual oder gibt es da ganz spezifische Dinge, die man beim Dreizylinder besser machen kann mit euren Teilen? Es ist so, dass Touratec ja wirklich der Spezialist für Reise-Enduros insgesamt ist. Deswegen war es für uns sehr wichtig, für die Triumph auch was zu machen. Hier haben wir jetzt aber unser normales Programm erstmal realisiert. Wir sind damit auch einiges gefahren, haben festgestellt, was wirklich passiert, wenn man mit dem Ding ausrutscht, hinfällt. Sie ist sehr schwer, haben dementsprechend relativ viele Schutzteile für dieses Modell entwickelt. Zusätzlich natürlich Koffersystem, vernünftige Sitzbänke, Tankrucksack, alles, was sonst für die GS auch erhältlich ist. Okay, welche Kontinente hat dieses Motorrad schon ausprobiert in euren Händen oder seid ihr da eher nur auf heimischen Gebieten unterwegs gewesen? Also ich bin ja schon mal stolz, dass wir bis nach Österreich, in die Schweiz und nach Frankreich gekommen sind. Okay. Und hast du da irgendwas Großartiges vor in nächster Zeit auf einer Triumph? Finde ich eine tolle Reise. Es kommt ja jetzt erstmal noch eine neue BMW. Das muss ich erstmal ausprobieren. Die Triumph muss dann ein bisschen hinten anstehen. Gut, Thema Reiseplanung. Gibt es irgendeinen Flecken Erde, wo du noch nicht warst, wo du sagst, das muss noch sein? Also ich würde sehr, sehr gerne mal in Japan nach Hokkaido. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Ich war noch gar nie in Australien. Das muss ich auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Und vielleicht, was näher ist, wäre Karelien, also der russische Teil von Skandinavien. Okay, das Hokkaido kann ich mich erinnern. Vor 6 Jahren bei meinem ersten Interview mit dir hast du mir schon gesagt, da möchtest du mal hin, jetzt wird es aber dann an der Zeit. Ja? Viel Spaß. Ja? Dankeschön.